Robert Longo ist einer der Altmeister der gegenständlichen Malerei. Mit Sicherheit einer der Superstars der amerikanischen Kunstszene. Die grafische Sammlung, der grafischen Sammlung ist es im letzten und vorletzten Jahr gelungen, mit Mühen zwei kleinere Skizzen von Robert Longo zu erwerben. Robert Longo ist jemand, der in die Untiefen des menschlichen Seins immer wieder einsteigt. Mit Freuds Desk führt er das geradezu vor. Der Schreibtisch, wie ein Monolith, steht da rücklings im Raum und der Betrachter scheint geradezu von hinten auf die Situation zu schauen. Der Stuhl scheint ein mysteriöses Eigenleben zu führen. Obwohl Freud nicht da ist, glaubt man, dass die Wesenheit dieses Psychoanalytikers in dem Stuhl gebannt ist. Geradezu wie eine Krake scheint er sich über den Stuhl, in den Raum, über den Tisch hinweg zu bewegen. Er ist nicht tot, sondern kündet vielleicht von der Anwesenheit des abwesenden Psychologen.